Heute zeige ich euch, wie wir uns Popcorn machen, wie im Kino. Und zwar, ich habe da eine Popcornmaschine, so einen Popcornautomaten, da kommen da die Körner rein. Ich habe da noch ein paar Körner, die machen wir jetzt alle da rein. Dann, das wäre mal das Popcorn. Warum habe ich hier so ein Papier? Weil das Popcorn immer ein bisschen raushüpft. Deswegen habe ich das hier so ein bisschen kanalisiert, dass das da in diese Schüssel reingeht. Und dann, ganz wichtig, Butter. Butter braucht ihr noch. Die machen wir da oben drauf. Während das Ganze sich erhitzt, wird die Butter hier oben weich. Und damit die richtig schön weich wird, müsst ihr da oben immer so ein bisschen reinstochern und ein bisschen rühren während des Aufhitzvorgangs und während des Pop-Vorgangs, des Popcorns. Und dann nehmt ihr noch Salz oder Zucker, je nachdem, was ihr gerne drauf hättet. Und wir machen das dann in die Schüssel rein, Butter drauf, Salz oder Zucker rein, bei mir in dem Fall Salz, machen den Deckel drauf, schütteln das richtig und dann bekommt ihr richtig schönes Popcorn wie im Kino. Jetzt den Arbeitsgang des Popcorns erspart. Das ist, ich schmeiße es einfach an und dann poppt das. Und ich habe da eben diesen Trichter, das nicht so rauspoppt. Und dann ist ein bisschen rausgegangen. Das ist kein Problem. Sammelt da einfach ein. Machen wir da nochmal rein. So, wichtig ist jetzt, ihr dürft das Gerät nicht zu lange laufen lassen. Dieses Gerät ist jetzt nur für 4 Minuten Dauerbetrieb ausgelegt, weil sonst überhitzt das Ganze und dann muss man 10 Minuten Pause machen, bevor man die nächste Ladung Popcorn macht. Das reicht eigentlich immer für eine Schüssel, die ein bisschen größer ist jetzt wie die voll, das zu machen, die 4 Minuten reichen und eben um da oben die Butter anzuschmelzen. Deswegen lasse ich es jetzt noch ein bisschen laufen, so auch da immer wieder mal mit dem Messer so ein bisschen rein und das ein bisschen zerteilen. Ja. Dann macht das jetzt weg, die Restwärme reicht. Ihr dürft bloß nie dieses Fett hier oder diese Butter, ihr dürft die bloß nie direkt so in die Maschine reinkippen, weil sonst ist die Maschine komplett kaputt. Zerteile das jetzt ein bisschen. Wenn ihr da Probleme damit habt, könnt ihr natürlich auch die Butter auf eine andere Art und Weise anschmelzen oder wenn eure Popcornmaschine gar keinen so einen Behälter oben drauf hat, um die Butter zu schmelzen, dann geht ihr her, könnt ihr das in einem kleinen Schälchen machen, in der Mikrowelle, aber passt auf, deckt das Schälchen am besten mit einer Untertasse ab in der Mikrowelle, weil das poppt sonst aus irgendwelchen Gründen, die mir jetzt nicht klar sind, aber ich hatte da schon mal eine Riesensauerei in der Mikrowelle. Also, wenn ihr es in der Mikrowelle macht, macht einen Untersetzer auf das Schälchen drauf. So, jetzt ist es fast fertig. Da. So. Ja. Ich habe jetzt da die Butter. Seht ihr? Hier ungefähr. So, hier. Seht ihr die Butter? Ja. So, jetzt mache ich als erstes die Butter da rein, ja, so ein bisschen verteilen, dann alles machen, solange das Popcorn noch heiß ist, dann verteilt sich das gut und bleibt auch sehr flüssig und dann nehme ich jetzt bei mir eine Prise Salz, mache das so rein, mache dann hier den Deckel drauf und schüttel das dann kräftig. Das ist alles noch heiß. Geht auch der Deckel ein bisschen schwer drauf. So, und jetzt hat sich das ganze, die ganze Butter möglichst gut verteilt in dem Behälter. Und ihr habt schönes Popcorn, wie es im Kino ist, oder ich finde es teilweise sogar noch besser wie im Kino. So, ihr habt gesehen, das ist kein Hexenwerk.
Ist relativ einfach. Popcornmaschinen gibt es relativ günstig zu haben. Dann braucht ihr noch Popcornmais dazu, ein bisschen Butter und Salz und Zucker und schon habt ihr es. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Kinoabend zu Hause mit Popcorn.